Okay, das hat sich gelohnt, den Stein aufzunehmen. Nee, da geht's nicht hin. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, wo es hinten geht. Aua, ich wusste nicht, dass das so kurz ist. Ich hätte mir fast länger rumgerechnet. Ich hasse die Teile einfach. Wie kann man so ausrasten? Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt umstellen muss oder nicht. Einfach mal getan. Wenn man schon die Option dazu hat, ne? Dann einfach mal tun. Ich kann hier nach links. Nochmal zurück. Ah, da. Total dran vorbei gerannt. Ah, okay. Dann gibt das Ganze jetzt auch durchaus Sinn. Dann hier wieder zurückstellen. Und in das nächste Zimmer kommt jetzt die Scheiße. Okay. Ich hab gedacht, jetzt kommen so ganz viele Felder, aber kann auch sein, dass wir schon lange hinter mir. Oh, 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 oh. Ja, bei ist gut. Die machen eh nichts, außer Sacken. Ich kann jetzt hochgehen, gucken, ob da wieder alles ist. Ja, ist es glücklicherweise. Gut, dass es nach unten geht. Was soll das? Okay, das ist auch nicht der Gegner, den ich erwartet habe. Das ist gut, dann kommt er erst im nächsten. Kommt. Ich spamme einfach nur meinen Knopf und krieg dann den Blitzer. Und krieg dann die Augen ab. Das ist nicht gut. Die wollte ich nämlich nicht verlieren. Ich habe keine Lust hier zu sterben. Oh, 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 oh. Okay, lass auch mal schießt. Ich verstehe den Schusslogarithmus von dem Auge nicht ganz. Also ich merke, wann es schießt, nämlich wenn es so rauskommt. Aber ansonsten. Wow, jetzt habe ich aber echt Glück. Ah. Ja, komm. Jetzt muss aber mal langsam kaputt sein. Vom Blitz getroffen. Danach direkt verstanden. Bin ich der Pimp. Jetzt kannst du sogar durch deine Wichse da laufen. Komm. Dann will ich jetzt aber als nächstes zu meinem Haus. Das gucke ich auch noch. Komm, zeig dich, Ische. Latex, du hast mich aus den Klauen der Ungeheuer befreit. Ich bin dir auf ewig dankbar. Ganon hat uns erführt, weil er alleine nicht in der Lage war, das Siegel zu brechen. Daher hat er uns mit Hilfe des Magiers Aghanim in die Schattenwelt gebracht. Also Ganon kann mit dem Triforce, was alles kann, nicht das Siegel brechen. Nachdem er das Siegel mit unseren Kräften gebrochen hat, sperrte er uns in diese Kristalle und überließ uns seinen Monstern. Doch Ganon hat nicht mit dir gerechnet. Nun wartet Prinzessin Zelda in Schildkröten. Ja. Ich hasse den Tempel, also gehe ich da nicht rein. Selber schuld, Prinzessin Zelda. Selber schuld. Hat es die Chance, gerettet zu werden. Aber nicht in dem Tempel. So. Dann fliegen wir jetzt. Und
genau über unseren Kopf weg, weil ich mich bewegt habe. Vielleicht muss ich seine Melodie noch spielen. Fickvogel. 4. So. Und hier unten ist, glaube ich, ein Teleporter. Aber es kann sein, dass ich mich sehr irre. Aber ich meine hier meine. Okay, ich irre mich sehr. So ein Scheiß. Dann war. Irgendwo ist einer, den man auch legitim benutzen kann. Da. Glück gehabt. Die 5. Sag ich doch. Sehr schön. Gut, dann rennen wir damit jetzt mal schnell zu meinem Haus allein. Da wollte ich nicht runter. Da wollte ich nicht hoch. So. Ganz fix, 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 fix. Und hier lang. Sind wir endlich bei meinem Hauselein in der Schattenwelt. Da ist nämlich jetzt auf jeden Fall was, was ich haben will. Eine super mega krasse Ultra-Kuchen-Bombe. Huhu. Die nehme ich. Okay, so wird man 100 Rubine los. Und noch eine. Laufen kann ich mit dir auch nicht, weil sonst pflanze ich sie. Oh je, ich sollte mich beeilen, die explodieren nämlich irgendwann von selber. Schnell laufen. Oh, damit müssen wir nämlich zur Pyramide. Schön immer mit dem Hammer eine überziehen. Einfach ignorieren die Bastarde. Ah, 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 die wird schon so dick. Und hier hinbringen. So. Und jetzt macht's einen Boom. Und der Spalt hier hat sich geöffnet. Sehr schön. Jetzt können wir da so Sachen reinwerfen. Wie zum Beispiel unseren Bogen. Dann kommt die fetteste Fee in ganz Hurensohnland raus. Und ja, ich krieg die Silberpfeile, mit denen kann ich Ganondorf easy peasy ficken. Aber das ist noch nicht alles, was die Holde Maid uns macht. Unser Schild macht sie uns auch besser. Leider nicht unsere Bomben, dass wir nur noch Superbomben haben. Das wäre. Nein, sie macht mir mein Schild nicht. Okay, dann krieg ich das neue Schild. Da oben, dann versuche ich mein Kleid. Ich muss ja irgendwo die rote Rüstung noch herkriegen. Okay. Gut, aber unser Schwert macht es uns noch. Komm. Ich hoffe, dass das Schild macht die mir auch. Gierige Fotze. Sonst habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel, was ich da reinwerfen kann. Ich kann noch mal gucken. Hab ich. Nö. Die Bomben könnte ich versuchen, aber die Bomben haben wir auch noch, aber die sind nicht mehr upgradebar. Von daher. Kriegt man hier keine rote Rüstung? Stark. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Jetzt gehe ich noch schnell meinen Vorrat auffüllen. Und dann war's.
war's das aber auch erstmal für heute. Oder da dürft ihr noch live dabei sein. Das war jetzt nicht so clever. Einfach mal hier vorne. Schnell zum Haus fliegen lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, er rastet gerade stärker aus beim Schlagen mit dem neuen Schwert. Oh. Eine Fee gefangen. Eine Fee gefangen. Und eine Fee gefangen. Und dann noch einmal kurz rein für zwei Stück noch. Sehr schön. Einen lasse ich da, damit er sich mit sich selber fortpflanzen kann. Ja, dann würde ich sagen, höre ich hier jetzt erstmal auf. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Zelda A Link to the Past, hoffentlich. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.